Hi Leute, ja, was ihr jetzt hier seht, ist nein, nicht mein C128, sondern ein C128, der mir zugeschickt wurde. Der hat auch einen Boot-Selector reingehauen, also DF0 oder DF1 oder wie war das? Nee, Laufwerk 8, Laufwerk 9. Dazu kam auch noch das Metallgehäuse, aber nur das Unterteil, kein Deckel dazu. Auch an der Front ist kein Plastik dran. Kein Laufwerk und keinerlei Informationen. Es gab noch eine Tüte dazu mit ein paar Schrauben, das ist ja schon mal ganz gut, aber kein Netzteil. Ich habe keinerlei Informationen über diese Kiste. Ich habe zwar den Namen, ich kann den zwar nicht direkt lesen. Ich sag mal nur Peter. Du hast mir das Ding zugeschickt, aber ich habe keinerlei Informationen darüber. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich mit dir irgendwann mal geschrieben habe oder nicht. Also dein Name kommt mir absolut nicht bekannt vor. Ich bin ja schon mal dankbar, dass du mir so ein Ding zuschickst. Keine Frage. Aber was ist mit dem Teil? Ist das Ding kaputt oder ist es nicht kaputt? Ist das nur noch ein Ersatzteilspender oder was auch immer ist mit der Kiste? Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich das Ding in Betrieb nehmen kann. Ich glaube, ja, wenn ich nur 5 Volt drauf gebe, geht der nicht, weil der Chip hier hinten, da braucht noch ein 12 Volt Signal, um zu sagen, ja, ich bin ready und dann startet die Kiste erst. Ich möchte jetzt auch nicht meine Tastatur ranhängen, obwohl doch, das könnte ich machen. Aber ich habe keinerlei Informationen darüber. Ich weiß nicht, ob das Ding hinhaut oder nicht. VDC und WIC ist drinne. Es ist auch RAM drinne. 128 Kilobyte, meine ich. Da sind zwei Oki-Chips drinne von RAM. Und hier sind 1, 2, 3 Oki-Chips und ein MN. RAM, Entschuldigung, da. Ein MN und drei Opi. Es sieht aber auch nicht aus, als würde hier schon mal dran gelötet worden sein. Könnte ich jetzt nicht sagen. 1, 2, 3, jo. Sieht nicht so aus, als wenn das mal gelötet wurde. Naja, derjenige hat sich halt diesen Selektor reingebaut und hier hinten hängen noch Strippen raus, einmal für den Reset und einmal für das Drive Reset. Der eine ist schon abgebrochen, das ist auch ganz gut so. Mach mal so. Die Turbo-Methode Kabel entfernen. Wenn die Kiste hinhauen sollte, insgesamt, und auch der SID-Chip ist auch ein R5, 8580 R5, würde ich sagen, ich mache das eine Experiment, was ich mal machen wollte, und zwar mit dem Laufwerk. Da habe ich was vorgehabt, was zu machen. Das wollte ich aber nicht mit meinem machen, das hätte ich mit dem anderen gemacht, den ich noch bekommen habe. Ich weiß jetzt gar nicht, von wem der war. Genau, aber jedenfalls nicht von dem Namen, der mir das zugeschickt hat. Soweit weiß ich noch. So viel habe ich noch im Kopf. Aber derjenige kann sich ja noch mal hier melden bei mir, weil ich wüsste jetzt nicht, was ich damit anfangen soll. Ich habe jetzt leider auch nur ein Netzteil. Ein Labornetzteil, 5 Volt. Und keine 12 Volt. Habe ich noch irgendwie was mit 12 Volt? Viel 12 Volt brauche ich ja nicht. Ich brauche nur ein bisschen 12 Volt. Da muss ja nicht mal viel Strom haben. Die 5 Volt, die braucht viel Strom. Ich lasse mir mal was einfallen. Vielleicht melde ich mich gleich nochmal. Ich habe jetzt hier ein PC-Netzteil daran geschlossen. 5 Volt, Ground 12 Volt. Das müsste reichen. Das ist die Wechselspannung.
Wenn mich nicht alles täuscht, war das so. Ich kann noch mal piepsen. 5 Volt, 5 Volt. Ground, ground, ground. Das passt. Für 12 Volt habe ich nichts. Ja, also das sollte jetzt so passen. Ich habe jetzt nur mein Fernseher mal schnell dran. Ne? Extern müsste, ja, Skat sein. Ich gebe da mal Saft drauf. Ich guck mal, was passiert. Also die LED geht an. Commodore Basic BV7. Ready. Anscheinend läuft die Kiste. Kann ich euch jetzt nicht zeigen, aber vertraut mir. Wo habe ich jetzt mein... Da. Warte mal, ich nehme mal kurz das Handy, jetzt zeige ich das mal. Kamera. Video. Da, so, jetzt solltet ihr das sehen können. Da läuft Commodore Basic. So, wenn ich jetzt den Strom hier rausziehe, ist er aus. Ist das Netzteil auch aus. Gut. So, Handy mache ich mal wieder zu Ende. Warum ist jetzt das Netzteil mit aus? Mal hier. Grün-Schwarz. Wieder an. Ja. Gut. Ich könnte jetzt theoretisch jetzt noch das Diagnoserom reinstecken und alles. Aber darum ging es ja jetzt erstmal gar nicht. Erstmal weiß ich, die Kiste läuft. Den Test mache ich dann später mal. Ich muss ja erstmal ein vernünftiges Netzteil haben dafür. Ja, ich habe hier gerade mal eben schnell Adenthülsen drauf geklatscht. Kann ich euch noch mal kurz anteasern. Hab mir die Box gekauft dafür, 20 Euro. Das reicht. Für meine Verhältnisse reicht das hier so, aber die Kiste scheint zu laufen. Derjenige, von dem das Ding hier kommt, kann sich ja nochmal melden und nochmal sagen, was genau mit der Kiste ist. Es scheint zu laufen. Machen tue ich da jetzt nichts. Dafür habe ich jetzt heute keinen Nerv. Ich habe ja noch den Pico-Sit hier. Da muss ich mir noch mal die Reihe vom Thorsten angucken. Ich denke mal, damit zeigt er dann auch, wie man sich die Programme kompiliert dafür, dieses Ding. Eventuell kann ich mir dann die Software auch selber kompilieren. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber das soll es erstmal bis hierhin sein. Einen abschließenden Test hierzu der Kiste mache ich dann, wenn ich das mache, was ich hier vorhatte, in dem Laufwerksteil. Ich bin nämlich am Überlegen, ob ich da ein Gotek-Laufwerk, wie heißen die Teile? Ja, Gotek oder wie auch immer, eventuell dran adaptieren kann. Muss ich mal schauen. Schön wäre es, aber ich glaube, das wird nichts. Aber ich habe noch eine andere Idee gehabt dafür. So, das wäre das Video für heute. Und ich danke fürs Zugucken. Derjenige, von dem das Ding hier kommt, kann sich ja nochmal bei mir melden. Wäre nett, weil ich habe keinerlei Infos darüber. Ich wusste nicht mal, dass die Kiste kommt. Ich sitze auf Arbeit, kriege nur zu hören, du hast ein Paket bekommen, ein größeres, schweres. Ich denke, hä? Und dann sagt mein Freund mir am Telefon, ja, hast ein C4.
64 gekommen. Ich wusste von nichts. Keine Ahnung, es war aber kein C64, es war ja hier der C128. Konnte er nicht wissen. Ja, ich bin halt arbeiten. Die Arbeit geht von 6 bis 14.30 circa. Aber dann morgens um 4 stehe ich auf und bin dann schon abends um 20 Uhr schon teilweise wieder im Bett. Deswegen habe ich auch nicht so viel Zeit im Moment, nur am Wochenende. Und Wochenende, ja, da habe ich ein paar andere Sachen im Moment zu tun. Jetzt kommt noch Garten die nächsten Tage. Aber bis hierhin soll es erstmal reichen. Es kommt aber definitiv, kommen noch Videos. Gut, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.